Willkommen zurück zu Papers, Please, einer weiteren Folge. Legen wir mit der Geschichte los. Wir haben 440 Credits, das ist ganz wunderbar. An Tag 23 sind wir hier. Die Wahrheit von Astotzka: Polio kehrt in Vereinigte Föderation zurück. Einzelfall oder Epidemie? Das hat bestimmt einen Einfluss auf unsere Arbeit. Und da ist jemand in Rot. Keine Ahnung, was wir damit sollen. Vielleicht machen wir das mal so. Inspektor, Ihre Position ist wichtig und Ihr Verantwortungsbereich breit gefächert. Leisten Sie allen Vorschriften uneingeschränkt Folge. Es lebe Astotzka. Mir wird also gesagt, machen Sie die Arbeit wie bisher. Okay. Ja, gesuchte Kriminelle. Genau, und dann halt nochmal die Zeitung. So, das werde ich nicht aufhängen, ich will nicht nochmal Ärger bekommen. Der sollte heute Morgen, keine Ahnung, irgendwann kommen. Sonst behalten wir die Uhr einfach. Und das ist eben unser Schlüssel für die Narkosepistole. Dann holen wir unser Handbuch raus, machen das hier auf die Vorschriften. Wunderbar. Und dann sagen wir nächster. Papiere bitte. Okay, Transit. Einige Tage. Sah ziemlich ähnlich aus, muss ich sagen, aber nicht ganz. So, Transit. Einige Tage. Okay. Erik Grigoriev. Grigoriev. Erik, genau. RJSGN, RJSGN, X5GA9, X5GA9, Transit 2 Tage, ist abgelaufen, oder? Nein, doch, ist abgelaufen. Ist abgelaufen. Tut mir sehr leid. Ja, es tut mir leid, dass Sie zu tun hatten, aber dann können Sie nicht herkommen. Nächster. Oh, ein Essig-Agent. Khaled hat 2 Essig-Agenten getötet. Noch ein Meuchelmörder kommt, Mann in Rot. Er hat alle Infos über Essig in Astotzka. Kein Risiko, Sie müssen ihn heute töten, wir bereiten alles vor. Wenn Sie Erfolg haben, wird man Sie verhaften. Sie müssen sich für Astotzka opfern, Ihrer Familie wird nichts geschehen. Schießen Sie gezielt. Wir haben einen zweiten Schlüssel bekommen. Damit haben wir wahrscheinlich jetzt Zugriff auf eine andere Waffe. So. Zweck Ihrer Reise, Besuch. Sie wird auf jeden Fall nicht gesucht. 90 Tage. Besuch 90 Tage, wunderbar. Oberistan, Besuch 3 Monate, genau. Yakira Stavisk. Stavisk Julia. Julia und Yakira. Namen sind unterschiedlich. Sie hat mehrere Namen, das kann gut sein. Yakira Stavisk, Julia Stavisk, genau. Die Daumenabdrücke passen auf jeden Fall auch. Kann zur Seite. AK-7RC, AK-7RC, A3-R99, A3-R99, Besuch 3 Monate, hat sie gesagt, wunderbar, 31.12. Siegel passt auch, 1,78, genau, 55 Kilogramm, glatte Haare, ja, würde ich schon sagen, 28.12. passt auch noch, Lorndas ist in Ordnung, Bild passt, Datum passt, dann darf sie durch. Wunderbar. So, Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Besuch. Und Dauer 12 Wochen. Ja, 3 Monate, genau. Artemi Parkov, Papkov, Papkov Artemi. H9DS4, H9DS4, JAHCX, JAHCX. Besuch 3 Monate, Besuch 12 Wochen. 26.12. Siegel passt. 1,53. Das passt nicht ganz. Ja, das kann an den Schuhen liegen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das so 20 cm Unterschied machen kann. Tatsache, die passen. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. 70 Kilogramm, Irokesenhaarschnitt, genau. 28.12. Wird auch nicht gesucht. Das hätte ich vielleicht als erstes überprüfen sollen. Great Rapid, Datum passt, Bild passt, dann darf er durch.
Nächster. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Man hat mich zur Beratung auf diplomatischer Ebene hinzugezogen. Diese Uhr da. Der Kerl hinter mir hat in der Schlange die ganze Zeit davon geschnaffelt, ohne Punkt, ohne Komma, wie wichtig sie für seine Familie ist. Schauen Sie, ist eine gute Uhr, das sehe ich sofort. Ich gebe Ihnen 20 Credits dafür, gleich hier und jetzt. Er hat Ihnen nur 10 Credits bezahlt, ist ein gutes Geschäft für Sie. Wenn er direkt hinter Ihnen steht, dann mache ich das natürlich nicht. Kai Pilayamaki, Pilayamaki, Kai. NU2C8, NU2C8, 5BEFH, 5BEFH. Antigrin Astotzka, das Siegel passt dort auch. Shingleton, genau. Datum passt, Bild passt. Dann darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. So. Aha, ja. Papiere bitte. So, da bin ich wieder mit meinen Papieren. Wie versprochen, kann ich meine Uhr zurückhaben. Natürlich. Ach, wie schön die doch ist. Da. Oh, 10 Credits. Jetzt brauche ich nur noch eine Batterie. Hey, der Kratzer da ist aber neu. Los her mit meiner Kugel. Donnerwetter, Sie sind aber ehrlich. Also das kann ich nicht annehmen. Der Kratzer war ja an sich schon vorher da. Okay, gib mir das Geld dann wieder. Wir können ihn unter Arrest setzen. Machen wir nicht. Danik, Lurun, Lurun Danik, 5X-H34, 5X-H34, E4-85A, E4-85A, Besuch 14 Tage. Hat er nicht gesagt, wird wohl stimmen. 25.12., 1,76 groß, genau 85 Kilogramm, kurze glatte Haare, Datum, ist ein bisschen knapp, aber passt. Les Renardi aus Republien. Republien, Les Renardi, Datum passt, Bild passt. Dann darf er durch. Danke. Vielleicht sind ja doch nicht alle Astotzkaner schlechte Menschen. Und wir haben ein neues Achievement bekommen, die Münze hier. So, Papiere bitte, wird nicht gesucht. Meine Anwesenheit wurde hier verlangt. Tigrien. Dainev Kefe. Kefe Dainev. HC0G7. HC0G7. LXTTU. LXTTU. Astotzka ist auf jeden Fall dabei. Siegel passt. Großkraus. 20.12.83. Ist auch noch in Ordnung. Bild passt. Dann darf sie durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise? Arbeit. Wird nicht gesucht, wunderbar. Dauer des Aufenthalts ein paar Wochen. Los, 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 los. Wunderbar. Beim ersten Versuch. Weiter unten. Könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Hier. Da kann man noch die andere Waffe rausholen. Aber ich arbeite ja nicht mit Essig zusammen. Ich erschieße keine Menschen, selbst wenn es Molchemörder sein sollen, davon weiß ich nichts. Der Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Bestechung 10, Scharfschützenbonus 20, Gehalt 7, 35 Credits, Ersparnisse 440. Und damit haben wir jetzt, naja, an sich 5 Credits hinzubekommen. Aber wenn wir Nahrung und Heizung sparen, dann haben wir 480, also haben wir 40 Credits hinzubekommen. Wir haben ein neues Achievement, jetzt fehlen hier nur noch 2 Stück und dann hätten wir die auch alle. Die Wahrheit von Astotzka. Hält die Mauer Sicherheit an der Grenze auf dem Prüfstand? Ich habe bisher keinen Grenzübertreter durchgelassen. Ja? Alle mit dem Narkosegewehr niedergestreckt. Spektor, jüngste Ereignisse haben zu einem Anfangsverdacht gegen astotzkanische Bürger und deren Aktivitäten im Distrikt Altan geführt. Das Ministerium für Information hat uns um Kooperation ersucht. Ihre Kabine wurde mit einer speziellen Schublade für konfiszierte Dokumente versehen. Bitte wenden. Die Vorschriften wurden um Informationen zum Thema Konfiszierung ergänzt. Konfiszieren Sie alle astotzkanischen Pässe von Bewohnern des Distrikts Altan. Reisenden kann immer noch die Einreise gewährt werden, falls der Pass konfisziert wird, aber keine anderen Richtlinien verletzt werden. Passeinzugsquittungen werden ausgestellt, um die Einreise ohne Pass zu genehmigen oder abzulehnen. Sleva Astotzka. Passkonfiszierung. Prüfen Sie, ob die Person in Altan ansässig ist. Werfen Sie den Pass in die Konfiszierungsschublade.
Die Konfiszierung ist bei Arrest stets vor der Verhaftung durchzuführen. Also hier unten. Gesuchte Kriminelle. Nein. Ach, Georgie, was hast du getan? Oh mein Gott. Georgie steht auf der Fahndungsliste. Was Docker hält, Papa. Ja, das legen wir mal hier hin. Jetzt haben wir einen zweiten Schlüssel, das habt ihr eben gerade gesehen. Da gibt es eben zwei Fächer. Damit kann man noch eine Waffe rausholen. Ja. Gut, dann holen wir das Handbuch raus. Ich glaube, das packen wir trotzdem hier hin. In den meisten Fällen sollte es nicht stören, außer vielleicht, naja, wenn wir auf Import draufklicken, könnte es ein bisschen schwierig manchmal werden. Ziehen wir es ein bisschen nach oben, dann passt es eigentlich. Wunderbar. Gut. Nächster. Papiere bitte. Direkt aus dem Distrikt Altan. Karbowski Wladimir. 16.12.35. 1,71. 67 Kilogramm. Ostgräschen, genau, Datum und Bild passen. Muss ich das irgendwie hier hinhalten und dann können wir so das zurückgeben. Okay. Danke, es ist gut wieder zu Hause zu sein. Ich muss bald wieder verreisen, also brauche ich meinen Pass wieder zurück. Der wird konfisziert, was soll das heißen? Rufen Sie die Nummer an auf dem Beleg, um ihn wieder auszulösen. Sie können ihn mir auch einfach so zurückgeben. Ich habe ihn zu den Akten gelegt. Es ging ein bisschen schnell. Er wollte nicht gehen, also Arrest. Was soll das? Das können Sie nicht machen. Ich bin astotskanischer Bürger. Ich habe ein Grundrecht auf Reisefreiheit. Hauen Sie schon ab. Tschüss. Gehen Sie. Oh. Das war ein bisschen hart. Aber wollte nicht gehen? Ich weiß, es ist ein bisschen schräg, jetzt die Hälfte aller Pässe wegzunehmen. So. Zwecke Reise, Einwanderung. Wird nicht gesucht. Ich wette, Georgie kommt heute noch. Stanislav Aripov Barfield. Barfield? Jakob. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Namen. Ich habe mehrere Namen, das kann sein. Das kann sein. Aber das wollen wir erstmal überprüfen. Kein Alias bekannt. Also hat er das einfach geklaut oder so. Ach was. So sagt man es. Was ist denn jetzt los? Naja, wir kriegen heute eine Menge Kohle. Also mindestens 5 Credits für den Arrestbonus bekommen wir auf jeden Fall schon. So, wird nicht gesucht, glaube ich. Papiere bitte. Genestora Distrikt, das heißt, das nehmen wir nicht mit. Ja, Genestora. Bergstrom Christopher. Bergstrom habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie gehabt, keine Ahnung. 22.07.41, 1,47, 78 Kilogramm, genau, Paradiesnah, wunderbar. Datum und Bilder passen, dann darf er durch. Es lebe Astotska. Oh, ein Essig-Agent. Wir haben unsere Chance nicht genutzt, der Mann in Rot hat überlebt. Sein Ziel sind nun Essig-Agenten in Kolechien. Wir müssen unsere Pläne ändern. Viel Spaß. Ändert eure Pläne. So, wird nicht gesucht. Papiere bitte. Zweck der Reise. Transit. Dauer. Einige Tage. Transit 2 Tage. Wunderbar. Amali. Fredheim Amali. 2N2LL, 2N2LL, GT00W, GT00W, Transit 2 Tage, ist auch noch gültig. Siegel passt, 1,77 von der Größe her, 63 Kilogramm, kinnlange Haare, kommt so etwa hin, Datum passt. Shingleton aus der Vereinigten Föderation, Datum ist auch noch in Ordnung, es ist ganz knapp, aber, ist noch ein ganzes Jahr, egal, machen Sie mir ja keinen Ärger. Knapp, ja. Ein ganzes Jahr ist knapp. So, Papier bitte. Wieder aus Altan. Altan Distrikt. Nackblatt Daniel. Okay, 16.06.46.
1,69, kommt hin, 79 Kilogramm, Ostgrästin, wunderbar, Datum ist auch in Ordnung. Dann müssen wir das leider konfiszieren und dann geben wir das zurück. Mein Pass wird konfisziert. Wie soll ich dann reisen? Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Genau. Das müssen wir dann jeder einzelnen Person erklären. So, Papier bitte. Burnton. Nicht aus Altern. Burnton ist da. Barcelona, Rian. Rian, Barcelona. 21.01.30, 1,78, so ungefähr 66 Kilogramm. Orvec. Datum ist in Ordnung. Da darf er durch. Oh, hoppla. Es lebast, trotz da. Nein, was? Geschlecht, Mist. Georgie, schön, dich wieder zu sehen. Heute bin ich nur auf Kurzbesuch, soweit bei mir alles in Butter. Jedenfalls ist meine Visage auf keinem Polizeiplakat oder so. Ihr Foto ist zur Fahndung ausgeschrieben, was? Ich drücke doch im Vermögen an die Bullen ab. Ja, okay. Ach, schon gut, die meisten Bullen kennen mich eh. Ich werde mal wieder mit denen reden. Wie auch immer, deine Arbeit ist wahrlich keine Zuckerschlecken. Dann verkaufe ich doch lieber Drogen. Okay. Papiere bitte. Zwecke der Reise. Arbeit. Wird nicht gesucht. Arbeit ein paar Wochen. Ja, Arbeit ein Monat. Genau, Vereinigte Föderation. Johann Antonov. Antonov Johann. Johann Antonov. 74 PES. 74 PES. JXNCC. JXNCC. Arbeit ein Monat oder auch ein paar Wochen. Das ist in Ordnung. Datum ist in Ordnung. Siegel passt. 1,82. 99 Kilogramm. Kinnlange Haare. Datum ist auch in Ordnung. Erster, zweiter, das stimmt. Siegel ist auch in Ordnung. Great Rapid passt. Datum passt, Bild passt. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte, wird nicht gesucht. Zweck Ihrer Reise, Besuch. Dauer, einige Wochen. Besuch, 14 Tage, das stimmt. Republieren. Wer, Wahhabi, Wahhabi, wer, D32XV, D32XV, 1KK3J, 1KK3J, ist abgelaufen. Ich hatte zu tun, es tut mir sehr leid, aber dann müssen wir wieder gehen. Okay, Papiere bitte, wird nicht gesucht. Fahrdesto, nicht altern. Fahrdesto, stimmt. Graham, Miles Graham, 21.01.45, genau, 1,77, 85 Kilogramm, Ostgrästin, Datum und Bild passen, wunderbar. Wird auch nicht gesucht, genau. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, kann sein, hab's nicht mehr im Kopf. So, wird nicht gesucht, wunderbar. Transit einige Wochen. Transit 14 Tage, das stimmt. Die haben mir den Pass abgenommen. Oh, mein Gott, ich habe das fast ohne den Grund abgegeben. Muss man natürlich immer einstempeln da. So, ist wahrscheinlich die letzte Person heute. Also, ich beeile mich jetzt hier auch nicht weiter. Wird nicht gesucht. Arbeit ein halbes Jahr. Nee, passt nicht. Arbeit ein halbes Jahr, Arbeit 6 Monate, genau. Kian Burke Kian 9033K, 9033K, TJ16X, TJ16X. Datum ist in Ordnung, Siegel passt. 1,78, 76 Kilogramm, kurze Haare, 1.12. Ist abgelaufen. Ja, Sie konnten jetzt leider erst kommen. Das tut mir sehr leid. Dann müssen Sie wiederkommen mit einem aktuellen Dokument. So, Tag 24 haben wir geschafft. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Eine Wohnung Klasse 7 ist frei. Miete 30, Heizung 10. Okay. Wir haben quasi 0 Profit gemacht an diesem Tag, aber davor hatten wir 40, also alles in Ordnung. Gehalt 12, 60 Credits, Arrestbonus 5. Ja, dann würde ich sagen, ist das so in Ordnung? Dann gehen wir zum Hauptmenü.
Denn das war's. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.